Willkommen zurück zu Grey Goo, dem Echtzeitstrategiespiel, das ich 2015 schon durchgespielt hatte, die Solo-Story-Kampagne. Und jetzt gibt's aber eine neue Mission für die Singleplayer-Kampagne, eine 16. Mission, die auch eine neue Fraktion mitbringt. Und es gibt vorher auch noch eine kleine DLC-Kampagne. Ich fange mit der DLC-Kampagne an, weil die in der Geschichte ein bisschen davor spielt. Die gibt's hier. Fangen wir mal hier mit dem Ding an. Damit der Plan funktioniert, muss der Sprengmechanismus im Innern der Anlage deponiert werden. Und er bietet an, das zu übernehmen? Nein, aber ich. Wenn sie ihre Hauptstreitkräfte hier konzentrieren, werden die Goo reagieren müssen. Das wird sie lange genug ablenken, damit ich die Anlage betreten und den Mechanismus aktivieren kann. Ich mag diesen Singleton nicht. Ich habe schon wesentlich Schlimmeres durchgemacht, Lucy. Und ich bin immer wieder zurückgekommen. Damit andere leben können. Damit wir leben können. Singleton, berichten Sie. Goo-Einheiten bewegen sich in östlicher Richtung und rücken auf ihre Stellungen vor. Gut. Wir halten sie auf, solange wir können. Sobald wir die Möglichkeit haben, werden Redgrave und ich versuchen, das Terminal zu erreichen und den Katalyst zur Explosion zu bringen. Das sollte die verbliebenen Goo vernichten. Singleton, Sie werden nicht viel Zeit haben, bevor Sie bemerken, was wir vorhaben. Verstanden. Singleton, mein Bataillon wird sich um die verbleibenden Verteidigungsanlagen kümmern und Ihnen ermöglichen, auf das Terminal zuzugreifen. Dann können Sie die Goo endgültig vernichten und von diesem Planeten verjagen. Wir müssen dafür sorgen, dass sich die Goo in der Nähe des Terminals befinden, wenn es in die Luft fliegt. Geben Sie Lucy Bescheid, sobald ich die Anlage betreten habe. Dann weiß sie, wann sie sich zurückziehen muss. Die Goo werden glauben, dass sie die Schlacht gewonnen haben und sich genau im Explosionsbereich neu formieren. Passen Sie nur auf, dass Sie da nicht in der Nähe sind. Viel Glück, Singleton. Ach, wieder super gemachte Zwischensequenzen. Schlachtfeld betreten und dann kann er erstmal laden. Aber es gibt wohl einen kleinen Übersetzungsfehler in dieser ersten Zwischensequenz. Will Lucy nicht sagen, ich mag diesen Singleton nicht, sondern im Englischen sagt sie wahrscheinlich, I don't like this Singleton. Und das haben sie halt im Deutschen mit, ich mag diesen Singleton nicht übersetzt. Fehlt wohl irgendwo ein Komma und schon wirkt der ganze Satz anders. Aber ansonsten wieder sehr, sehr cooler Look. Genau, also zur Erklärung, es gibt halt jetzt diese drei DLC-Missionen. Die erschienen mal als Kampagne, die hieß Emergence. Mehr gleich. Lucy und Saru können die äußeren Kräfte nicht lange ablenken. Wir müssen die Verteidigungsanlagen der Goo infiltrieren. Hä? Wo bleibt denn da die Vertonung? Das ist ja komisch. Ich hab doch die Vertonung schon mal gesehen. Gehört. Gesehen tun wir sie ja jetzt ja alle. Das ist ja merkwürdig. Also eigentlich gibt es dafür eine Vertonung. Ist jetzt auch nicht so wild unbedingt. Nur weiter. Es geht halt darum, wir sollen Singleton in diese Basis reinbringen. Die ist nur dummerweise von Gegnern besetzt. Muss jetzt erstmal wieder lernen, wie das eigentlich ging. Na, wo ist er? Irgendwo war hier ein... Ja, da ist er. 10 Ressourcen pro Sekunde. Bin bereit. Dann brauchen wir gleich noch einen zweiten. Zack. Und den setzen wir hier oben rauf. Genau, also diese Kampagne, diese 3 Missionen lange Kampagne, die gab es für Käufer des Hauptspiels kostenlos. Allerdings nur vor dem Release der Kampagne. Also wer halt Grey Goo vor dem Release dieser Kampagne, die erschien irgendwann, weiß nicht, Sommer, Herbst 2015. Wer das Spiel vorher gekauft hatte, hat diese Kampagne umsonst bekommen. Und wer nicht, der konnte die kaufen für so 7, 8 Euro. Und die ist halt eben Emergence-Kampagne. Und müsste theoretisch 3 Story-Missionen mitbringen. Wenn ich mich jetzt nicht total vertan habe. Ich entschuldige mich jetzt schon.
falls ich beginne mit Konstruktion. Das Spiel im Grunde genommen nicht mehr kann. Das wäre nicht sehr überraschend. Aufgabe ist es, hier hinten diese drei Katalystzentren zu schützen. Da müssen wir mal Singleton reinbringen. Hier. Das ist quasi die Bonusaufgabe. Und dazu brauchen wir aber Ressourcen. Und Ressourcen müssen wir natürlich erstmal abbauen. Fertiggestellt. Wir können uns aber auch teilweise die Einheiten hier holen. Leiste Unterstützung. Ah ja, die wird schon gebaut, fleißig. Sehr schön. Kann ich hier schon mal das hier lang hinlegen. Beginne mit Konstruktion. Das wundert mich, dass das nicht richtig funktioniert. Was ist denn da los? Audio ist alles da. Untertitel aktivieren wir jetzt mal. SFX-Kanäle. Ich kann ihn mal auf 32 stellen, aber es müsste eigentlich passen. Fortsetzen. Ja? Very strange. Alle Einheiten. Ja, wie war das damals in Grey Goo? Man kann sich hier so in Bäumen, kann man sich verstecken. Die Einheiten im Großen und Ganzen ist das im Grunde genommen wie Command & Conquer. Wer das Haupt-Let's Play nicht gesehen hat. Leitungskreuz fertiggestellt. Oh, oh. Leitung fertiggestellt. Und die Gu sind so ein bisschen das war nicht so gut. Die Gu sind ein bisschen wie die Zerg, also eher so die Masseneinheiten. Die ganzen, also es gibt drei Völker, die man, bis jetzt gibt es drei Völker, jetzt kommt halt noch ein viertes dazu. Es gibt drei Völker, die man steuern kann und die bauen alle anders. Und die Gu fand ich irgendwie am unpraktischsten. Das hier sind die Menschen, die mit verhältnismäßig wenig menschlichen Truppen arbeiten, sondern halt viel so. Extraktor fertiggestellt. Konstruktion läuft. Die viel so. Beginne mit Konstruktion. Roboter-Einheiten haben. Ah, jetzt haben wir hier die übernommen. Alle Einheiten, folgt mir. Gemeinsames Vor. Ich kann ja auf jeden Fall schon mal überall Deckung. Extraktoren draufsetzen. Zack. Beginne mit Konstruktion. Und dann geht der hier oben nämlich auch noch rauf. Dann kriegen wir da auch noch ein bisschen Geld her, weil Geld brauchen wir tatsächlich. Na, kriege ich irgendwo 10 raus? Nee, leider nicht. Naja, was soll's. Beginne mit Konstruktion. Diese Anlagen, die werden immer wieder aufs Neue angegriffen. Raffinerie fertiggestellt. Aber ich nehme jetzt trotzdem erstmal die ganzen Truppen mit. Leiste Unterstützung. Und bringe die hier durch. Bringen wir sie mal hier hin. Alle Einheiten, folgt mir. Und dann bauen wir mal als allererstes ein Silo, damit wir die Ressourcen nicht verlieren. Und hier an die Fabrik musste man ja immer die richtigen Erweiterungen ransetzen. Hier kommt jetzt mal eine Panzer- und eine Artillerieerweiterung ran. Dann kann man zumindest auf dem Pad hier diese Gladius-Systeme bauen. Kann ich schon irgendwas upgraden? Nee. Für die Upgrades braucht man dann wiederum die Anlagen. Und hier brauche ich noch eine große Fabrik und ich brauche noch das Luftpad. Naja, jede Menge zu tun. Ich fand das Spiel damals trotz seiner ganzen Schwächen, die es durchaus hat, weil die Missionen ziehen sich teilweise zu sehr in die Länge. Einheitendesign ist vielleicht ein bisschen zu ähnlich alles, also zumindest innerhalb der Klasse. Haltet die Stellung, ruft er. Dann helfen wir denen mal. Aber trotzdem fand ich das irgendwie total cool, das Spiel. Also mir hat die Geschichte gefallen, auch das so ein bisschen das Mysterium, was es ja da gibt. Dass ja so ein bisschen diese ganze Geschichte ist, dass die eigentlich alle drei nicht keine Bösen sind. So, und haben wir noch mehr Truppen, sehr schön. Ich werde führen. Scanne Gebiet. Beginne mit Konstruktion. Beginne mit Konstruktion. Und deshalb bin ich auch richtig gespannt auf diese 16. Mission, denn da kommt ein neuer Feind. Und der dürfte jetzt tatsächlich dann mal ein richtiger Feind sein. Fertiggestellt. Ich baue jetzt hier massenhaft Raffinerien hin. Ah, das sieht gut aus. Beginne mit Konstruktion. Gemeinsames Vorrücken. Leiste Unterstützung. Alle Einheiten. Ach, und hübsch war das auch.
Kann man echt nichts sagen. Klar, es ist kein StarCraft, um Gottes Willen. Aber so viele Spiele dieser Art kommen ja nicht mehr. Es macht ja keiner mehr so ein klassisches Echtzeitstrategiespiel mit Story-Kampagne. Oder zumindest nur noch sehr, sehr selten. Von daher bin ich für alles dankbar, was ich irgendwie bekomme. Fertiggestellt. Beginne mit Konstruktion. So, jetzt haben wir überall die Extraktoren drauf. Und theoretisch dürften wir jetzt auch Upgrades haben. Erntemaschinen können sich tarnen, das nehme ich mal mit. Und was nehmen wir hier mit? Haubitzen, Tarnung, brauche ich nicht. Energieversorgung, Langbögen können schießen. Nö, finde ich alles nicht so gut. Das nehme ich mit. Können sich die Einheiten reparieren. Und ich kann hier Extraktor fertiggestellt. Eine große Fabrik bauen. Beginne mit Konstruktion. An die ich dann auch mal auf jeden Fall eine Flugstation ransetze. Und als leichte Einheiten holen wir uns mal hier ein paar Einheit von denen. In Produktion. Genau. So. Singleton ist bereit. Ich werde führen. Jetzt gehen wir mal mit denen ein bisschen hoch und Extraktor schauen, was hier oben. Angegriffen. Oh. Das ist eins von den Muttergoos. Aber zum Glück hat es nicht sehr viel Energie. Alle Einheiten. Ich tippe drauf, dass die jetzt langsam anfangen werden, diese Extraktoren, diese Aufbereitungszentren, so heißen sie, immer wieder anzugreifen. Wir rücken vor. Ich gebe Deckung. Die Mission hätte teilweise auch so ein bisschen Einheit bereit. Bisschen so ein bisschen Helden-System oder sowas ansatzweise geschadet. Jetzt muss ich sie doch hier die ganze Zeit beschützen, verdammt. Große Fabrik fertiggestellt. Oder so ein bisschen Suche nach Feinden. Bisschen mehr Scripting in manchen Missionen. Das wäre nicht schlecht gewesen. Aber ansonsten fand ich das nicht. Solide, schönes Spiel. Jetzt haut er mir hier die Geräte. Aber das sollte hinhauen. So, der baut seine Einheiten bitte hier vorne hin. Zack. Und hier haben wir eine Fabrik, aber an die brauchen wir das Ding. Was brauche ich denn für Luft für die hier? Einheit bereit. Lufterweiterung. Einheit in Produktion. Zack. Beginne mit Konstruktion. Und ich nehme mal hier eine Tarnerweiterung, dann kann ich nämlich alle Upgrades erforschen. Was nehme ich denn? Haubitzen baue ich eh nicht, weil dafür braucht man. Ja, wohl, eine Tarnung. Hier könnte ich eine Haubitze bauen. Ich könnte auch mal eine Haubitze bauen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, was die Einheiten machen. Das ist irgendwie zu lang her. Panzer ist jetzt nicht unbedingt gut. Gestellt. Deshalb hoffe ich mal, dass der Schwierigkeitsgrad mir ein bisschen bereit entgegenkommt. Einheit in Produktion. So, packen wir die da oben hin. Lufterweiterung fertiggestellt. Und wir haben eine Lufterweiterung, das heißt, ich kann hier fertiggestellt schön Geld ausgeben Konstruktion. Für Luftanlagen. Ich weiß, es gibt auch Schnelltasten dafür, aber ich habe doch Zeit. Fertiggestellt. So. Beginne mit Konstruktion. Leitungskreuz. Das Geld fließt zum Glück so schnell, dass ich kaum hinterherkomme. Tech-Upgrade abgeschlossen. Luftpad fertiggestellt. Einheit in Produktion. So. Einheit bereit. Sehr schön, jetzt kann ich das Luftpad bauen. Luftpad hole ich mir noch ein paar Panzer dazu. Die sind auch verhältnismäßig fix. Nicht super fix, aber fix genug. Luftpad. Die nehmen wir mal mit. Zack, nach oben damit. Luftpad fertiggestellt. Ich mag das auch deshalb schon allein, weil es Hover-Einheiten sind und Hover-Einheiten immer ganz cool sind. Die sind auch nett animiert. Also hinten das kleine Teil, was sich dann so ein bisschen bewegt. Und auch dieser kleine, ja, was soll das sein? Sieht ein bisschen aus wie der Generator von dem Ding. Das ist alles nett gemacht. Ich fand es echt schade, das hat sich kaum verkauft. Also blieb auch sehr unterm Radar. Einheit in Produktion. Hätte ich ihnen einen größeren Erfolg gewünscht, aber ich glaube, dazu hatte dann auch die ganze Kampagne ein bisschen zu wenig Pep. Also ich kann schon verstehen, warum das nicht so ganz funktioniert hat. Jetzt bauen wir uns hier mal die Jäger. Und die bauen einfach erstmal weiter Panzer. Und dann ja? Gehen wir mal auf Erkundungstour. Mein Ziel angreifen. Abgeschlossen. Kann ich denn noch irgendwelche Tech-Upgrades?
denn bauen? Dolche können sich tarnen. Einheit bereit. Beobachter können tralala. Leitungen, das bringt ja gar nichts. Luftpads reparieren Einheiten, das nehme ich gerne. Also ich habe weder Dolche noch irgendwie diese anderen Einheiten. Was soll das also? Was soll der Quatsch? Alle Einheiten, Angriff. Ich gebe Deckung. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Wir rücken vor. Leiste Unterstützung. Okay, also hier durch das Tor komme ich nicht durch, weil irgendwas das blockiert. Mir. Jetzt helfen wir aber erstmal den anderen Einheiten. Einheit bereit. Checken wir aus. Einheit in Produktion. Was hier alles schief läuft eventuell. Sense online. Ah, das ist die Sense, sehr schön. Gut, 7 Stück reichen auch. Wenn die fertig gebaut sind, dann passt das. So. Das ist erstmal genug. Singleton ist bereit. Ihr kommt alle mit. Wir räumen jetzt hier ein bisschen auf. Alle Einheiten, folgt mir. Ah, hier ist noch gar keiner drauf, oder? Nee, sehr schön. Gemeinsames Vorrücken. Können wir uns mal hier den nähern. Bereit. Solange die das hier oben immer noch alles kaputt schießen, gefällt mir gar nicht. Einheit bereit. Einheit in Produktion. Wegpunkte kann man natürlich auch setzen. Habe ich jetzt auch gerade mal gemacht. Und jetzt müsste eigentlich meine... Ja. Am Boden. Schicken wir die mal da drüben hin. Jetzt müsste eigentlich meine Luftwaffe soweit sein. Und das sieht sehr gut aus. Übernehme die Führung. Ja, das reicht. Ist noch nicht, sind noch nicht alle. Eins fehlt noch. Ja, aber ist egal. Authentifiziert. Das wird jetzt hier meine Gruppe 2. Bereit. Einheit und die in lassen wir mal das hier hinten auschecken. Einheit bereit. Achtung! Schlitz den Himmel auf! Genau, das sind die Gründe, warum das hier verschlossen ist. Was übrigens super ist, die Angriffsflugzeuge in diesem Spiel, die landen und fliegen dann da wieder hin, Einheit bis sie das bereit. Ziel zerstört haben. Finde ich eigentlich eine ganz gute Mechanik. Die ganzen Tech-Upgrades brauche ich so erstmal gar nicht. Brauche ich noch Lufteinheiten? Nee, brauche ich auch nicht. Ich bin getroffen. Bin bereit. So, dann stellen wir jetzt mal einen Teil darüber. Der andere Teil kann sich mal hinten umschauen. Ah, da ist doch ein Goon, das ist sogar ein großes. Holla. Einheit bereit. Zack. Nochmal unsere Luftwaffe hin. Produktion. Lufttech-Upgrade abgeschlossen. Ab zu den Radieschen. Ziel bestätigt. Angriff. Holt sie da runter. So. Geladen und bereit. Nächstes Ziel. Räume das Feld. Oh, hier hinten ist ein richtig großes. Kümmern wir uns mal drum. Und hier ist noch ein kleines. Die setzen sich immer sehr gerne auf die... Wir rücken vor. Auf die Stromquellen. Ziel angreifen. Das ist natürlich nicht so gut. Kommen wir jetzt hier durch? Nein, kommen wir nicht. Standort erreicht. Ballern wir ein paar Löcher rein. Der sich zurückgezogen oder wurde er zerstört? Antreten. Schwer zu sagen. Ich lasse die jetzt mal hier oben. Ah, hat sich nicht zurückgezogen. Angegriffen. Einheit bereit. Aber ich habe ja zum Glück meine Lufteinheiten. Lancier online. Begebe mich jetzt dorthin. Nee, der Lancier soll hier bleiben. Ach, hier. Hier ist der Jäger. Wiederhergestellt. Zack. Ich habe im Hauptspiel, glaube ich, verhältnismäßig wenig mit Luftkampfeinheiten gearbeitet. Ich höre. Extraktor zerstört. Dabei funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. So. Die haben den hier oben erwischt, ist aber nicht so schlimm. Antreten und ausrücken. Schon unterwegs. Predator. Muss im Grunde genommen bloß immer mit den Jägern hinter den Muttergus herfliegen und dafür sorgen, dass die weggehauen werden. Wo sind die anderen? Mit J schickt man sie zurück. Das ist übrigens auch ganz geil, wenn die beschleunigen, dann ziehen die
Flügel so zusammen. Wenn sie hier ankommen, dann werden sie wieder auseinandergeklappt. Zack. Und was? Man kennt es nicht gut, aber es ist so. Eroberung läuft. Müsst ihr mir mal glauben. So, die stehen hier. Die verteidigen das Ding. Die wollen hier gerne rein, sobald das hier vernichtet ist. Da schicke ich denen mal noch die Truppen mit. Dann haben sie die auch. Ja, sieht gut aus. Okay. Warte auf Befehle. Wen? Eroberung! Wen haben wir dann noch nicht geknackt? Übernehme die Spitze! Schlagen uns durch! Übernehme die Führung! Information! Oh, Luftabwehr. Wird angegriffen. Aber kein Problem. Eroberung! Ziel klar gemacht! Achtung! Schlitz den Himmel! Ja, das wäre eigentlich Quatsch, die da hinzuschicken. Ist egal, ich send die jetzt mal hier rum. Predatoren los! Dann können die nämlich von hinten in die Basis rein. Also man muss nicht unbedingt durch dieses vordere Tor gehen. Aber das werden wir auch gleich mal leer räumen. Ja, bitte versucht es weiter. Nur weiter. Ich wette, hier hinten liegt irgendwo ein Muttergu auf einen von den Quellen. Ja. Einheit wird angegriffen. Passt. Stecke Schaden ein. Abgeschlossen. Stocke steckt Schaden ein. Das sollte reichen. Vorrücken und angreifen. Sofort. Formation, wir rücken vor. Bereit zum Einsatz. Schauen wir doch mal, ja, wenn die hier die ganze Zeit diese Einheiten losschicken, dann ist hier irgendwo Muttergu. Damit andere überleben können. Jetzt öffnen wir einfach den. Die Tür. Ich werde führen. Ja, hier ist schon alles fast erledigt. Kein Problem. Leichte Unterstützung. Gemeinsam. Wo ist eigentlich Singleton? Suche nach Feinden. Ich blute. Ach, da oben. Schreiben wir Geschichte. Gruppe greift an. Leiste Hilfe. Laut und deutlich. Ziel bestätigt. Angriff. Zack, und weg damit. Danke. Ja, verdammt, hab ich reicht, oder? Ah, Mist. Naja, immerhin haben sie sich noch in Luftabwehr verwandelt. So, Wayland will gerne da rein. Allerdings kommt er da nicht rein, wenn wir ihm nicht den Weg freiräumen. Dafür haben wir aber hier unsere ganzen Truppen. Einheit wird angegriffen. Antreten und angreifen. Leiste Unterstützung. Befehlsbereit. Los, rauf da. Ich stecke in Schwierigkeiten. Das Gu ist ja, wer sich da irgendwie dran erinnert, vielleicht aus der Hauptkampagne, das sieht ja am meisten wie ein Lebewesen aus. Aber ausgerechnet, das Gu ist ja keins. Das ist ja quasi... Ach, jetzt kommt wieder die Sprachausgabe. Das ist ja quasi so eine Art Nanotechnologie, die ursprünglich mal so eine Erkundungssonde war, die eigentlich mal das Universum im Auftrag der Menschen als Pathfinder-Programm erkunden sollte. Und das ist aber irgendwie ein bisschen mehr oder weniger schief gegangen. Sensor online. Ziel klar gemacht. Reaktor bereit. Einheit wird angegriffen. Werde angegriffen. Trinity-Zelle voll. Und dann stellte sich ja am Ende der Hauptkampagne heraus, dass die... Sorry, ich muss zwischendurch hier mal ein bisschen was machen. Dann stellte sich am Ende der Hauptkampagne heraus, dass es da eine Bedrohung gibt, auf die das Gu reagiert hat und die sie dann mehr oder weniger dazu gezwungen hat, auch gegen die Menschen zu kämpfen. Fokussieren. Panzerung kompromittiert. Einheit wird angegriffen. So, jetzt kann Singleton hier durch und dann haben wir das auch schon erledigt. Easy peasy. Rohre ausgerichtet. Erwarte Befehle. Geschafft. Nur weiter. Ja, schade mit der Sprachausgabe. Es hat schon mal funktioniert. Operation erfolgreich.
aufgehalten, solange wir konnten. Die verbliebenen Kräfte kehren zum Terminal zurück. Machen Sie, dass Sie da rauskommen. Negativ. Ich bereite die Sprengung des Katalysts vor. Machen Sie, dass Sie sofort da rauskommen. Sofort die Gruppe. Lucy? Lucy, wenn Sie mich hören können, halten Sie sich vom Terminal fern. Das war die erste Mission und sogar alle Bonusziele erfüllt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zur zweiten Mission wieder. Bis